Liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge ARK und diesmal nicht mehr auf The Island, sondern auf The Center mit unserem Johnny. Wir sind umgezogen, beziehungsweise Johnny hat den Sprung gewagt. Wir haben soweit alles dabei. Also ich habe hier unser Terminal hingestellt, alles gut, musste vorher an den Obelisken da vorne, der ist Gott sei Dank nicht weit weg gewesen. Konnte dann hier, Junge, du nervst mit deinem Rumgetrampel, konnte dann hier uns das Terminal runterladen, konnte es dann hier parken und Offline-Schäden werden verhindert in 8 Minuten, okay. Und konnte dann unseren Kram runterholen. Jetzt rate dreimal, wer natürlich den Aufbau der Base hier oben nicht mehr so hinbekommen hat, wie wir es geplant hatten. Natürlich ich und Johnny. Johnny und ich. Die Geschichte hier läuft auch nicht, weil wir keine Energie haben. Hier sind diese blöden Möwen, die einem alles... Die einem alles klauen, aber da muss ich jetzt erstmal kurz... Passt auf, wir müssen hier jetzt mal ganz kurz noch Johnny ausrüsten. Und dann würde ich sagen, machen wir doch heute direkt mal die erste Scout-Runde so ein bisschen. Checken mal alles ab, das kannst du behalten. Das nehmen wir mal mit, das nehmen wir mit. Die Kryokapseln gehen auf jeden Fall mit, weil weiß, was wir alles so finden. Das nehmen wir mit. Das kommt hier unten auf die 6, das packen wir auf die 8. Trinken kommt auf die 9, Essen kommt auf die 0, wie gehabt. Der Rest bleibt hier drin. So, ein Brontosaurus Level 170. Der nervt etwas, muss ich sagen. Der nervt etwas arg. Naja, wir machen uns hier mal von dann. Von dannen. Und lassen ihn hier mal stehen. So, Leute, als allererstes würde ich mir gerne einen Platz raussuchen, an dem wir unseren... Wow. Was sind das hier? Guckt euch das anders. Sind das Kompis? Ayo, Kompis. Oh, und was für Hochlevelige gleich. Krasser Shit. So. Da liegt ein Ei. Tornis Ei. Was auch immer. So, Leute. Wir müssen uns jetzt erstmal einen safen Platz suchen. Die Wölfe gefallen mir. So, schnappt ihr die gleich mal. Wir brauchen ja auch ein bisschen Nahrung, ne? Ihr habt ja jetzt momentan keinen Futterdruck. So, sehr schön. Dann werden wir uns erstmal einen Platz suchen, wo wir unsere Hauptbase parken und dann die erste Scout-Runden anzugehen. So, Megatherium, du kommst auch mal mit. So. Ich habe noch gar keine Zeit, mich groß umzugucken, sondern war jetzt erst wirklich damit beschäftigt, das alles hier so einigermaßen zu organisieren. Ist gar nicht so einfach, aber wir haben es hinbekommen. Wir müssen noch die Stelle auf der Karte natürlich markieren, wo wir unseren Teleporter hingestellt haben, dass wir den bei Gelegenheit auch wieder finden, wenn wir ihn brauchen. So. Ihr bleibt hier stehen. Ich markiere mal ganz kurz und an dieser Stelle mal ganz kurz der Hinweis, wenn ihr im Hintergrund Geräusche hört im Mikrofon, dann ist es der Ventilator, der hier links neben mir steht. Weil es doch immer noch recht warm ist. Aber ich hier aufnehmen möchte. So einfach ist es. So, passt auf. Hier sind wir. Das ist 50, 75. Jetzt ist bloß wieder der Breitengrad, ist der, ne? 50, wir probieren es. 75. Und das Ganze nennen wir Terminal. Jo, passt. Sehr schön, dass wir so ungefähr wissen, wo unser Terminal steht. Das bleibt nämlich hier stehen. Runtergeladen habe ich alles. Da ist also nichts mehr hochgeladen, weil auch an der Stelle der Hinweis, der vielleicht, wenn jemand denkt, er möchte es so ähnlich machen, man kann die Sachen und die Tiere nur 24 Stunden in diesen ARK-Daten hochgeladen lassen. Ansonsten gehen die verloren oder werden gelöscht. Und dann ist das natürlich auch nicht so toll. So, Leute, jetzt suchen wir uns erstmal den Kram zusammen, den Johnny jetzt braucht. Wobei wir könnten eigentlich auch... alle Mann folgen. Und dann gucken wir doch mal, wo sind wir denn? Wir sind jetzt hier auf der Seite. Ja, wir laufen erstmal nach da hinten, würde ich sagen. Wir laufen erstmal hier so nach da hinten. Und gucken mal, wo wir denn hier von diesem Loot Drop. Ob wir denn hier einen Platz finden. Da drüben, der Platz wäre halt ziemlich geil, ne? So eine Insel irgendwo, wo wir unser Ding hier, parken könnten in unsere Base. Allerdings überlege ich jetzt auch gerade, das hier unten einfach unter diesem Obelisken zu parken.
wenn da oben relativ ruhig ist, weil hier sind Prontos, hier sind Diplodocus. Und dann machen wir hier einfach mal. Und hier ist ein Terrorbird. Der rennt aber was anderem hinterher. Aber wenn da oben ruhig ist, wäre das doch der perfekte. Pegomastax, alles klar. Ah, unsere drei Tierchen, die sind schon geil drauf. Oh, da oben sehe ich Raptoren, aber muss ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht so Angst vor. Oh, ist hier Action, ist hier Action. Ich sehe gerade nichts. Eine ganze Marder Terrorbirds. Oder? Mikroraptor. Mistvieh. So, wie sieht's denn hier aus? Hier ist doch ein. Oh, hier ist doch ein schöner Platz. Hier können wir doch unsere Base parken. Da sind wir auch direkt an so einem Obelisken. Ein Obelisk dient ja auch als Terminal. Leute, so machen wir das. Es ist natürlich hier Sauwetter. Was ist denn hier? Ein bisschen aufgeräumt hier. So, da ist unser Bär, da ist unser. Ja, da seid ihr doch. Ja, das ist perfekt hier, Leute. Hier lassen wir unsere Base stehen, würde ich sagen. Hier lassen wir unsere Base stehen. Was heißt denn dieses mit diesen Offline-Schäden? Das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden, aber das werden wir auch noch rausfinden. So, du kriegst auf jeden Fall mal noch auf Leben. Oh, du hast auch die ganzen Dinger drin, das ist gut zu wissen. So, Wolfi. Pass mal auf, du hast doch jetzt hier. Ja, du hast einen Haufen Fleisch drin. Da teilen wir die Sache jetzt hier mal auf. Du hast auch genug Fleisch eigentlich. Megatherium hat auch genug Fleisch. Nein, dann nimmst du das jetzt aber mal. Du nimmst auch mal das Ei. 31 Stunden, das ist auch okay. So, pass auf. Ihr folgt jetzt dem Ihmchen hier mal nicht mehr. Negaterum, du passt auf, dass hier nichts passiert. Du stehst auf neutral, hoffe ich. Männlich. Wo sehe ich es denn nochmal? Neutral, ja. Neutral. Und der Bär, würde ich sagen, passt auch mit auf. Digga, du passt auch mit auf. Und wir gehen mit dem Wolf mal los, so die ersten Erkundungstouren machen hier auf dem Center. Damit wir uns hier mal ein bisschen organisiert kriegen. So, einer links, einer rechts und der Wolf kommt mit mir. Haben wir alles. Wir haben die Waffe, wir haben Beil, wir haben Hacke, wir haben... Jo, das passt. Der Wolf hat was zu fressen. Sehr gut, das nehmen wir dir mal noch raus. Das kriegt der Bär. Das ist ja dann alles... Gott, das will, was habt ihr da wieder alles rausgeholt? Ist ja unglaublich. Ist ja unglaublich. So, komm. Dann nehmen wir mit. Und dann gehen wir hier jetzt gleich mal gucken. Muss ich das auf der Karte markieren? Nee. Das ist in der Nähe. Wir haben ja den Obelisken als Anhaltspunkt. Okay, Leute. Dann lasst uns gleich mal losziehen. Erste Scout-Runde hier. Auf The Center. Wir kennen quasi noch nichts. Da rennt was. Wenn da was rennt, ist das nie gut. Erster Linie sieht so ein bisschen aus wie auf The Island. Ne? Bin ich mal gespannt. Oh, da vorne sind diese Libellen. Das müsste ein Mikroraptor sein da. Da vorne ist ein normaler Raptor. Was ist denn mit dir? Alter, da sieht schon was aus. Level 270. Das war stabil. Was haben wir hier? Ah, jetzt kommt die Viecher, genau.
Ich vergaß. Junge, da ist man noch keine 5 Meter unterwegs und schon wieder voll die Action. Da wollte ich gar nicht hin, ich wollte dahin. Du hast nämlich schon wieder auf Leben. Ja, du hast halt nicht so viel Leben, ne? Naja, aber du bist ein schönes Tierchen zum Scouten. Das ist gut. Und du bist jetzt schon Level 101, das ist auch gut. So, wo sind wir genau auf der Karte? Wir sind westlich, ne, östlich, ne? Okay. Dieser Obelisk ist's, Leute. Merkt's euch. Ihr kennt meinen Orientierungssinn und den von Johnny sowieso. So. Da ist eine Schildkröte. Schön, hier ist Metall. Können wir uns ja vielleicht unsere Base fertig bauen und ach, guck mal, wie schön. Guck mal, wie schön. Wollte ich jetzt eigentlich so nicht. Was ist denn los? Wenn die geflogen kommen, kommen doch dann garantiert wieder die Bodenkrabbeltierchen. Seht ihr den noch keiner, aber die geben Schikrin. Deswegen nehmen wir sie mal lecker mit. Okay, pass mal auf. Wir müssen mal unseren Wolf ein kleines bisschen Force feeden. Dass der hier mal wieder auf Touren kommt ein bisschen. Das ist ja bei den niedrigen Tieren dann nicht ganz so schlimm. So, bei 2000 machen wir dann weiter. Oh, guck, es geht relativ schnell bei ihm, das ist super. Alles klar, so sind wir hier so ein bisschen auf einem Hügel, ne? Oh, das sind die Kallis, ne? Doktor? Jam. Was liegt denn da? Vorne kurz noch was rum, was noch nicht so. Ja, die Pfeile nehmen wir mit. Ganz klar. Die können wir gebrauchen. Ah, das war. Alter, was. Hier war ganz schön was los mit Raptoren, ne? Auch wieder einer. Level 180. Wow. Das ist wieder so ein Kalle, der ist schon angeschlagen. Ich glaube, du hattest den Kampf mit den Raptoren, kann das sein? Diese Anzeige finde ich bei den Wölfen halt sehr, sehr nice. Level. Alter, ich glaube, hier kriegen wir richtig nice Tiere, wenn wir uns die zähmen. Ich habe hier jetzt noch kein Tierchen gesehen, was unterhalb von dreistelligem Level war. Das ist ja der Hammer. Metall gibt's hier, das ist gut. Irgendwo höre ich einen Dodo. Da unten scheint es relativ ruhig zu sein am Strand. Okay, dann gehen wir erstmal in die andere Richtung, hier auf dem Berg. Ist da eine Höhle? Hier ist auf jeden Fall Kristall. Sollten wir uns mal mitnehmen. Kristall können wir auf jeden Fall gebrauchen. Ich weiß nicht, inwieweit das hier verbreitet ist, deswegen nehmen wir es mal mit. Komm, Wolfi. Weiter geht's. Na, du bist schon leicht überladen jetzt, ne? Ah, da ist ein Lüsto. Hallo, Lüsto. Was hast denn du für ein Level? 110, schon wieder. Also hier scheinen die Level extrem hoch zu sein. Ah, guck, da kommen sie wieder. Level 40, das ist das erste Tier, was ich jetzt gesehen habe. Aber auch wieder 190. Da haben wir. Sehr geil. Hallo, mein Freund, was hast denn du für ein Level? 228. Boah, Leute.
So ein Tech will ich ja die ganze Zeit schon haben, ne? Pass mal auf, wir springen mal zurück zum... Ich glaube, ich nehme mir gleich das Zeug zum C mit. Wir haben hier die Kryokapseln dabei. Apropos Kryokapseln, das hattet ihr nicht mitbekommen, glaube ich. Da musste ich einen Großteil zu Hause lassen, weil ja tatsächlich der Platz beschränkt war, was wir hochladen konnten, also mitnehmen konnten auf diesen Server hier. Deshalb musste ich ein paar Kryokapseln zu Hause lassen, aber es ist ja alles wirklich, wie gesagt, es hält sich in Grenzen. Wenn wir in der Nähe des Terminals sind oder von so einem Obelisken, können wir auch mal fix wirklich auf unsere alte Map springen und können uns den Kram dann wieder zurückholen, das, was wir brauchen, ne? Ui. Ui. Na? Hier ist schön ruhig, denke ich mir, ne? Läuft. Was flattert denn da? So, pass mal auf, dann gib mir mal das und gib mir mal das. Das Fleisch kannst du behalten. Aber dann lege ich jetzt erstmal den Kram hier weg, da wo er hingehört. Ich meine, dafür ist diese Base hier gedacht, dass wir eben hier unseren Kram verstauen können. Ne? So wie hier habe ich den. So, dann nehme ich mal eins fürs Fleisch mit und eins für das. Die Rohstoffe, die wir sammeln, packen wir hier rein. Das, 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 das. Passt. Das kann raus. Das passt, das. Jo, passt. Sehr schön. So, pass auf. Sorry. Dann nehmen wir uns mal 35 von denen. 36 von denen. 41 von denen. Und 50 von denen. Das legen wir hier drauf. Das kommt hier drauf. Und den Rest. Der Rest ergibt sich. Alles klar. Bist du soweit, Wolfi? Ich bin dir immer noch zu schwer, gell? Weil auch ziemlich viel Stuff dabei, ey. Ja, komm, solange wir uns nicht so weit wegbewegen, dann können wir eigentlich mal zwei Kryokapseln hier lassen. Den Rest würde ich schon gerne mitnehmen. Ich sag's dir, wie es ist. Ja, vielleicht sollten wir dann eher mal einen Bär losziehen, aber... So. Wo war denn jetzt dieser schöne Tech-Parasaurus? Kann man die eigentlich auch züchten? Schnüffel finde ich so gut. Was ist denn hier? Achso, das ist ganz normaler Stuff. Erschreck mich nicht so. Wolf, erschreck mich nicht so. So, da ist der Lüster. Wo ist denn jetzt der schöne Tech-Saurier hin? Kann man die genauso zähmen wie den... So, hier ist der Strand. In welche Richtung? Da unten rennt einer. Okay, das ist so eher südlicher Gefilde, wo wir uns jetzt gerade aufhalten. Da sind Raptoren. War der 132. Lass doch den... Naja, gut, das ist der Lauf des Lebens, ne? Du willst halt auch was fressen. Ein Raptor ist da. So ein Raptor wäre auch was Geiles. Was ist das denn für ein Levelfreund der Sonne? 270, Digga. Lass mal auf. Versuchen wir unser Glück. So lang. Lang wie der da aber dran ist, ne, wird da nicht viel gehen. Schade eigentlich. Ah, da drüben ist der Redwood. Schön. Zu dem Redwood zieht es mich ja irgendwie magisch hin. Ne? Da habe ich echt. Ich finde ja unsere Hauptbase sowas von klasse.
Da zieht's mich echt so magisch hin. Komm, spring mal hier hoch. Geht nicht, Wolf. Was bist denn du für ein Wolf? Die Morphodon. Na, super. Der muss das Zeug wieder fressen. Ich wollte eigentlich den Raptor da hinten. Ich will jetzt mal gucken, ob wir diesen Tech-Parasaurier kriegen. Da sind jetzt alle wieder eine ganze Menge Fleischfresser außenrum. Da ist er. Alles klar. Ein Schuss und der ist weg. Ein Schuss und der ist weg. Alter, es war ein 270er Raptor. So. Jetzt aber mal hier. Guck mal, das war der, den wir haben wollten. Komm mal, fress mal. Mach mal Fresschen. Ja? Siehste? Funktioniert doch. Jetzt bleibst du aber hier bei mir, ne? Freund. Nicht weglaufen. Du bist nämlich schön, dich will ich haben. War mir so klar, dass der wieder wegrennt. Wir sind noch keine 2 Minuten hier auf dieser Karte und schon will ich die ersten Tierchen haben. Das war mir so klar, dass das so ausgeht. Aber der ist schön, guckt euch den mal an. Nicht wegrennen. Ach, Junge. Na ja. Und das dauert natürlich bei denen länger jetzt, ne? Ist klar. Weil die halt so ein hohes Level haben. Oh, ey, der ist doch mal, der sieht doch mal mega geil aus, oder? Der sieht ja mal mega geil aus. Na, der hat nur Level 30. Hier müssen wir jetzt dranbleiben, Leute. Den will ich haben. Den möchte ich haben. Komm, Leute, ich mach den fertig. Ich mach einen kurzen Cut. Dann mache ich den fertig. Und dann können wir zum Ende der Folge, können wir uns den dann nochmal gemeinsam anschauen. Ich würde sagen, so machen wir das. Weil ich glaube, hier wird auch der ein oder andere Kampf dann noch reinkommen. Oh, ja, da kommt noch der ein oder andere Kampf. Digga, musst du jetzt hier reinlaufen, wo da Raptoren sind? Nee, dich will ich doch gar nicht. Genau, gehen wir auf den Raptor. So, bleibst du jetzt mal hier, bitte? Ja, die haben den Blatt gemacht. Sehr geil. Sehr geil. So. Okay, Leute, also machen wir so, ich mache einen kurzen Cut, zähm hier ihmchen fertig. Jetzt kommt die Schildkröte und die Krawall, ne? Das habe ich mir gedacht. Das darf nicht wahr sein. Komm, mach ihn platt, mach ihn platt. Jetzt kommt die zweite da auch noch, aber die ist ja schon angeschlagen. Okay, Leute, kurzer Cut, bin gleich wieder da. So, Leute, da haben wir ihn, unseren Parasaurier, unseren Tech-Parasaurier. Und er hat ein Level 342. Ist das geil? Oh, ist das stark, Leute. Den packen wir, den safen wir jetzt gleich. Den packen wir gleich ein. Den will ich auf jeden Fall. Und wenn er einfach nur zum schönen Aussehen in der Base steht, aber der ist cool. Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob man denn diese Tags auch paaren kann. Das würde mich echt sehr interessieren, muss ich wirklich sagen. So. Was war denn hier? Was Totes. Und da auch. Ja, sehr, sehr nice, Leute. Dann haben wir doch schon alles für die erste Folge so ein bisschen, ne? Also haben wir schön gleich direkt einen schönen hohen Tech-Parasaurier gefunden.
Aber wir scouten ja aktuell auch nur. Wir sind ja nur so ein bisschen unterwegs und gucken uns so ein bisschen um. Ein kleines bisschen die Map aufdecken. Weil ich hatte ja gesagt, wir werden wenig bis gar nicht fliegen hier über die Map, sondern wir werden das alles echt gucken, dass wir das zu Fuß erkunden. Hallo? Terrazinus auf 190er Level. 100er Level. Oh, mal ein Dodo mit 30er Level. Pentarodon 190er Level. Also ich glaube, hier werden wir uns definitiv mal noch ein paar Tierchen suchen, die schön hochlevelig sind, die wir zum Paaren nutzen können. Das muss ich sagen, da habe ich Bock drauf. So ein Terrazinosaurus brauchen wir natürlich auch. Lysto steht jetzt nicht mehr so ganz auf meiner. So eine Schildkröte hätte ich gerne noch, so eine kleine. Als Begleitung für unsere Große, ne? So. Und vor allen Dingen hätte ich auch gerne hier so ein paar Kompis. Ja. Legt euch mal mit den anderen hier, mit den Dilfos an. Ich finde das so super, wenn die sich hinsetzen und so schnüffeln, ey. Das ist so geil. So, Redwood würde ich dann eher sagen, machen wir mit ein paar stärkeren. Da vorne ist wieder so ein Tech. Parasaurus. Ich hätte ja gerne mal so ein Tech. Oh, von denen hier will ich auf jeden Fall auch haben. Pachyrhinosaurus. Gallimimus. Warum ist wieder ein Tech? Mail 324, Junge. Sag mal, hast du Bock vielleicht mit uns zu kommen? Ich kann jetzt nicht schon anfangen, am Anfang alles zu zähmen, was ich hier finde, ne? Wann ist ein Terror Birdie? Richtig Action drin. Oh, jetzt sind es aber schon vier Stück, ne? Komm aber nicht zum Schuss. Also die Wölfe entwickeln sich immer mehr zu meinen Lieblingstieren hier in Ark. Zack. Das ist auch wieder so hochlevelig, ne? 270, Alter. Junge, Junge, was hier los ist. Und unser Wolf ist wieder ein Level aufgestiegen. Das finde ich sehr gut. Ja, kommt jetzt erstmal noch auf. Pachyrhino. Oh, ein Moshops. Moshops haben wir auch noch gar nicht. Bisschen schade. Aber das Wetter ist hier auf The Center auch nicht so pralle, ne? Da ist schon wieder ein Terror Bird. Birdie. Birdie. Ein Luder. Mail-Dodo. Ah ja, jetzt haben wir wieder hier Freundschaft mit den Dodos, weil die das toll fanden, dass wir ihnen geholfen haben, ne? Bis auf er ist tot. Ich. Ach, das war der Port. Ach, jetzt sind wir wieder hier unten. Sind wir jetzt einmal im Kreis gelaufen? Jetzt sind wir. Das ist ja verwirrt. Ah ja, wir sind da vorne gerade runter, ne? Das ist spitze. Da vorne sind wieder Raptoren. Pass mal auf, wir müssen dich mal ein bisschen leichter machen hier. Du brauchst nicht so viel Fleisch.
Du brauchst nicht so viel Fleisch. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal in Richtung... Ja, in Richtung Norden, oder? Gucken wir doch mal, was da los ist. Machen wir in der nächsten Folge, liebe Leute. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wir sind also jetzt die kommenden Folgen mal auf The Center unterwegs. Mal gespannt, was da alles kommt. Mal gucken, was ich für Ideen entwickle. Und freue mich, dass ihr dabei seid. Also, wenn Tipps und Tricks, gerne unten in die Kommentare. Bin ich dankbar für. Ihr wisst das. Und dann sehen wir uns morgen zur neuen Woche mit einer neuen Folge Ark mit Johnny und mit mir. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.